Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich möchte mich nochmal ganz dringend bei euch entschuldigen. Denn ich hatte es gestern einfach, ja, was heißt gestern? Ja, doch, für euch war es ja gestern. Ich hatte gesagt, dass ich es bereue oder nicht schön finde. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil ich mich eigentlich so abgrundtief schäme gerade. Auf jeden Fall, ich finde, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass man irgendwie keine Sachen sich basteln kann. Tränke oder Patronen oder sonstiges oder so. Und hier steht ein Becher. Auf jeden Fall, ja, aber das kann man. Man kann es im Lager, an dem Werktisch. Ich habe es einfach nur nicht... Ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach nur nicht getan. Nicht bemerkt, nicht vergessen. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wieso und weshalb. Ist auf jeden Fall Kacke von mir gewesen. Und das werde ich direkt wieder hinbiegen. Hier waren wir doch schon bei dem Feuer. Genau, hier waren wir schon. So, Gefährtenversammlung. Da ist nämlich der Werktisch. Und hier können wir nämlich unsere Sachen machen. Versetztes Getränk, Schlaftrank, Metalldübel, neues Zahnrad, Dämonenritualtrank. Kann man alles machen. Okay. So, wir können hier Tränke machen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, wir haben genug, dass wir es auch machen können. So, wir brauchen erstmal einen, Magietrank. Ja, da bin ich auf jeden Fall dafür. Jetzt müssen wir nämlich wieder sammeln gehen. Das ist ganz wichtig, weil sonst können wir jetzt wieder... Jetzt macht das alles für mich auch Sinn. Ich weiß nicht, warum ich so blind durchs Spiel gelaufen bin. Das liegt wahrscheinlich immer noch daran, dass ich echt noch nicht ganz da bin bei mir. Also, ne? Seit dem Tod meines Hundes irgendwie bin ich ein bisschen verpeilt. Und, es ist ja jetzt wirklich mehr vergessen worden, als jetzt nur irgendwie mal die Fackel in der dunklen Höhle anzumachen, sondern ich habe wirklich das ganze System fast vergessen, dass man sich wirklich die Sachen herstellen kann. Und ich kaufe die und habe kein Geld deswegen und habe mir gedacht, es macht auch gar keinen Sinn, irgendwie die ganzen Sachen von den Tieren zu sammeln oder von den Feinden. Und ja, das ganze, die ganze Basis irgendwie habe ich total ignoriert. Und das tut mir wirklich leid. Ich werde mich jetzt bemühen. Menge Preis. Ja, ich werde mich jetzt bemühen, es besser zu machen. Oh, guck mal. Warte mal, wir machen mal 10. Weil ich möchte auch noch ein paar Heiltränke machen. So, dann mache ich jetzt auch mal 12 von. Das ist eigentlich so das Wichtigste für mich, ne? Starkes Pulver, das gefallene Gefährten wiederbelebt, heilt und ihre Rüstung repariert. Oh, das ist natürlich nice. Da kann ich natürlich nicht so viel von machen. Wiederbelebungsdingens, mache ich ein. Warte mal. Machen wir hier auch 12 von. Was ist mit starkes Wiederbeleben? Okay, das können wir nicht machen. Großen Heiltrank können wir auch noch nicht machen, weil mein Wissenschaftslevel dafür nicht reicht. Gut. Was haben wir noch? Munition. Munition können wir... Nein, Wissenschaftslevel 2. Nein. Okay, gut. Ist gar kein Problem. Wir müssen jetzt alles sammeln, was geht. Und wir machen... Dann machen wir... Stellen wir jetzt noch mehr da. Okay. So, wir haben noch ein paar Tränke. Ein bisschen Magietrank auch noch machen. Magietrank ist ja ganz wichtig für mich zum Beispiel. So. Die anderen sind für mich jetzt nicht so wichtig, finde ich jetzt. Und wir können natürlich jetzt auch unsere Rüstungen und das alles... Oh, ich bin so... ich bin einfach nur eine dämliche Kuh, ehrlich, ey. So, für verbessern können wir das... Ist schon verbessert. Ist sogar schon verbessert. Okay,
Ah, okay, hier wird gezeigt, was er trägt. Wen haben wir denn hier gerade? Kurt. Kurt, wen verbessern wir mal seine Rüstung hier? Verzierter Kragen, Schutz. Machen wir den Schutz. Den finde ich wichtig. So, dann 130, Wissenschaft, Schloss knacken. Ja, Stärke ist natürlich am wichtigsten für den Mann hier. Schultern. 140. Nehmen wir das. So. Das ist safe. Vasco. So. Du hast schon was. 118. Okay, mehr geht nicht. 28. Nehmen wir doch das. Und. Ach ja, Wissenschaft, Schloss knacken. Ich nehme bei ihm auch mal die Stärke. So. Genau. Da bei ihm haben wir das. Haben wir die Stiefel, haben wir auch. Okay. So, dann kommt Kurt die Stiefel. So. 35, 41, 39, 37, 41. Kurt, genau. Nein. Die Stiefel habe ich bei Kurt. Jetzt kommt noch die 44, 42, 40, 40. So. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal bei mir natürlich, ob da 150. Ich habe da jetzt nichts Besseres. Fertigungslevel 2. Mein Gott, was man da nicht alles braucht, ne? Da habe ich auch alles. Okay. Wie sieht's denn mit Waffen? Können wir Waffen überhaupt? Oh mein Gott, ich kann mit Waffen. Okay, den Ring können wir nicht verbessern, aber wir können unser Schwertchen hier verbessern. 224, 244, 244 natürlich. Und hier haben wir leider gar nichts. Aber nicht mal hier. Oh, okay. Gut. Das ist nicht weiter schlimm. Das Gewehr können wir nicht machen. Okay, dann haben wir was. Ach so, Kurt hat ja gar kein Gewehr. So, hier, die Sense. Ne, nicht die Sense, oder dieses andere Ding hier, was ich jetzt hier gerade nicht anzeigen kann. Diesen Hammer oder was das hier ist. So, 246. Nehmen wir 246 natürlich. Und hier habe ich wieder nichts. So, Vasco hat. Kann ich da nicht machen. Und. Upsala. So rum war das. Achso, da habe ich schon. Okay. Gut. Ja. Warte mal. Okay. Die anderen Sachen kann man ja dann eigentlich ja, das war jetzt erstmal so das Aktive. Ich weiß nicht, ob soll ich euch dabei lassen oder ich würde das jetzt gerne mit den anderen nämlich auch machen. Und dann. Ach, ihr könnt ja dann einfach vorspulen. Ich mach das jetzt einfach so. So. Warte mal, wenn man jetzt die Gruppe hier hat, dann braucht man die doch gar nicht. Dann kann man doch jetzt einfach so weiter. Genau, so schön. Schön, 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 schön. So, er hat 138. Er kann mal hier auf den Bischofring gehen. Ach so, den kann ich gar nicht. Ich muss die so ausrüsten. Okay, Moment. So. Petrus. Oh. Wir haben hier. Okay, kann ich alles nicht benutzen. Dann haben wir hier dich. 22 nur. Ja, gut. Das hat vielleicht seinen Sinn.
Du kannst noch nicht viel. Kann man den Hut bei dir ändern? 37. 19. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ihr. 108. Sie kommt eigentlich schon an und sie hat nur, sie kann nur mit dem Gewehr schießen. Und dafür hat die aber 400 Schusskraft, ne? Also, mein lieber Schwan. 245. Oh, sorry. So, 72. Nicht gerade viel, ne? Das bleibt. Das bleibt auch alles. Gut. Fangen wir mal jetzt hier an. Ja. Der Sadet ist kacke. Der hat den Missionsring. Also der kann nur Magie wirken. Das ist jetzt halt uninteressant für uns. Sie hat nur die Muskete und die ist bereits ausgerüstet. Das würde ich auch so lassen. Sie kann aber. Hier kann ich aber nur den Knauf, den kriege ich nicht hin. Und hier habe ich auch nichts mehr, was ich ihr geben könnte. Gut. So, den Kurt. Den hatten wir ja schon. Gut, dann machen wir jetzt mit Dingens weiter. Vasco habe ich fertig. Das hat er auch. Petrus. Ist da voll? Ist da voll? Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie noch was anderes. Ja, doch, ich könnte hier noch die 112 machen. Ich gebe ihm das einfach mal. So. Oh, was war das denn? Das war schon ausgerüstet. Ich Dobi. Gut. Afra, hat bereits was. Ich glaube, ich habe gar keine Dingens mehr. Okay, hat sich wohl doch erledigt. Na, ich muss mir Essenz hier sammeln. Gut, hat sich die Sache schon direkt erledigt. Dann, ja, mit wem fangen wir denn dann an? Magie ist definitiv wichtig und, also ich denke mal, für das Biest, wirklich, wenn wir wirklich auf das Biest gehen, wäre gut, wenn wir einen Magiebegabten dabei hätten und einen, der halt, ne, viel hier, Dingens. Also ich werde definitiv. Pass auf. Ich gehe mal eben. Wir brauchen ja jetzt Quest. Angesichts angeblich einem Dämon. Lüfte das Geheimnis der Kreatur. Okay, das könnten wir jetzt noch machen. Und dann, ja, müssen wir da wieder zu den Verfolger hin. Jetzt ist aber natürlich die Sache, die. Jetzt, mein Problem ist gerade, wen wähle ich aus für das eine Vieh? War das sehr Magie? Also von der Magie her würde ich Petrus und Afra nehmen. Also nicht von der Magie her, von der Magie her Petrus und ich kann Magie wirken. Von der Entfernung her Afra wäre da wirklich am besten. Dann hat natürlich Siora die Heilungsmagie, die ich jetzt aber nicht so dringend bräuchte. Aber Kurt hat natürlich die Stärke, ne? Ich würde es erstmal mit Petrus und Kurt versuchen. Und dann, ja. Pass auf. Okay. So, ich versuche jetzt mal den beiden hier. Reise hier natürlich hin, weil wir wollen ja wissen, was jetzt hier mit dem Monster da, was es da auf sich hat. Ach, alles so schwer, ey, mit diesen ganzen. Und dann probiere ich das aus. Ich versuche jetzt mit jedem Gefährten da halt dieses Fieder zu besiegen. Ich bin ja jetzt eigentlich guter Dinge, weil ich habe gut ausgerüstet. Also es müsste funktionieren.
Jetzt klären wir natürlich erstmal die Sache hier mit dem einen Sumpfmonster und dem Dämon. You survived. Which must mean, alas, that one of the Nardaig is with us no longer. You are a great warrior. You could almost be a storm warrior. What do you seek? You have set a trap for us, invoking and releasing that creature. It is true. And the Nardaig is indeed one of the faces, a spirit of the oil. I was hoping that you would disappear. The swamps do not like to give back those who enter. You have seen things that no stranger to our clan has ever seen. Secrets that no one must know. But you survived. You are strong. I should not have taught you so weak. I have nothing more to give you than my excuses. And that you keep to yourself all that you have seen. You are a brave on Al Manawi. And I would like to request your help. You request my help after sending me on a suicide mission. You helped us to find the camp of the Soul Lasser. And you have proven your valor fighting the Nardaig. So yes, I am asking for your help in saving the people who are suffering in this camp. What do you intend to do, exactly? Attack and destroy this camp and those who live in it to set my people free. And how am I supposed to help you? My clan is powerful. But so are these Soul Lasser. I need more warriors. Esseld of the Gaius Rad is in my debt. But I'm afraid she might refuse to honor it after her clan was defeated. You know how to talk to people. And you are friends with her twin sister. I would like you to go and convince her to help me. I suppose I could try, at least. That would be good. It would also be good if you could fight alongside us to set these prisoners free. Meet us near the camp with the forces you managed to assemble. Okay. I do not want to interrupt, but I think our priority should be to find Cornelia. I doubt our Mother Cardinal is aware of the Inquisition's actions. She will certainly want to put an end to it all to appease the natives. Whereas, a frontal assault led by Deirdre and her men would only rekindle the conflict. And Cornelia would certainly take umbrage at an intervention of the congregation without even informing her of the situation. Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder Frage nach den Forschungen in Eden. Informiere die Kardinalin über den bevorstehenden Angriff. Suche Esselt in Vedreis auf. Boah. In Eden. Wir machen erstmal hier dieses Edenlager. Oh, eine der Hauptquesten ist weg. Holzfällerei. Ja, das Lager der Ordo. Informiere die Kardinalen über das Forschen und Suchen will. Okay, Frage nach den Forschungen, genau. Da muss ich hin. Fragen wir erstmal nach den Forschungen und wir müssen sammeln. Ich muss jetzt anfangen, wieder zu sammeln. Und ich muss irgendein Level, Wissenschaftslevel oder sowas muss ich haben, damit ich Patronen machen kann. Denn ich habe absolut keine Patronen mehr und das ist sehr wichtig für mich, denn ich habe ja dann habe ich ja drei Angriffskräfte so gesehen. So, schönen guten Tag. Ich bin wieder da. Oh, there you are, Your Excellency. The Enlightened has heard my prayers. What's going on? Where are the others? After deciphering the content of the tablets, they went north to continue their research in some swamps. But they must have encountered problems.
Brother Fidelis came back here, and he was in a dreadful state. He most likely came to seek help, but he fainted. It's impossible for us to know what happened to them. I am not a doctor, but I may be able to examine him. Oh, please do. Any help would be appreciated. We've done our best, but our magic has proved inefficient. And the healer we sent for will certainly arrive too late from San Mateus. Gut, dann untersuchen wir den mal. This man is burning up with fever, and he bears several bite marks and traces of blows. The blows did not put him in this state. He looks like a victim of poisoning. With the right antidote, I think we could get him back on his feet. Have you tried giving him any antipoison? Of course, but to no avail. And what if it were a hex cast by the heretics? No matter what happens, you always suspect them. This man was in the swamp. We know it's home to many creatures that we have a poor knowledge of. But local healers will certainly know which antidote to use. We could ask Lair. He will direct us to someone who understands remedies. Okay, wir müssen jetzt den Häuptling hier fragen. Ich hoffe, die Aufnahme stockt nicht schon wieder, weil ich hatte gerade schon wieder ein Update von Nvidia bekommen. Wegen dem neuen Jedi-Spiel, was es übrigens auch auf meinem Kanal geben wird. Aber natürlich nicht zum Release. Wie immer, ich hänge natürlich sehr hinterher, aber das ist ja egal. Huch, das ist ja Latte-Patte. Moment, ich muss da was aufsammeln. Munition. Onol Manawi, you've come back to see old Lair. I heard that you managed to retrieve the tablets. Did Vindwar tell you? Yes. And the Vorst Tyrant. My heart bleeds at the news of our brother's death. I was hoping that peace with the Renaixe was possible. I'm starting to think it is an illusion. Well, we will see what the winds bring us. I need your advice. You may already know that one of the researchers came back wounded from the expedition. I heard about it. He has all the symptoms of a poisoning, but the antipoisons we gave him had no effect. He must have been bitten by a creature of the swamp, and we're looking for a healer who would know of a suitable antidote. So, you came to see me. Interesting. Our neighbors did not think for one moment that we could be helpful. Alas, Ardonegad is one of the exiles. But Vindwal knows plants well. She will know. Thank you. I will go see her. I hope she agrees to help us. Könnte schwierig werden. I have to go. Like so. Wir haben ja schließlich ihren Sohn gekillt, obwohl wir es nicht hätten tun sollen. Wollten. Ich habe immer noch nicht verstanden, wo ich denn die Fallen einsetzen kann. Weil im Spiel an sich, also im Kampf an sich, habe ich keine Möglichkeit gefunden. Oder ist das vielleicht vorher, bevor man einen Feind sieht, dass man dann Fallen auslegt und der dann, bevor er dich angreift, dann da reinrennt? Here you are again. What do you want? I have come to ask for your help. Lair told me you know about remedies. I do know a few of them. I have learned about plants. I used to want to become a Donegad. One of the researchers came back wounded from the expedition. Apparently he was bitten by a creature of the swamp. And now he has the Lawolan fever. We have a good knowledge about this affliction. He will die if he does not receive proper treatment. Do you know which antidote should be given to him? My son died because of these people. They neglect us and treat us like children. Why should I give you my knowledge to save one of them? I'm sorry about what happened to Bran and about the other priest's behavior towards you. But are you really prepared to let a man die when you could save him? To perpetuate this cycle of vengeance? No, no. You're right. I will explain to you how to create the antidote. Thank you, Vindwal.
So. Ach, ich hätte auch die Eingeborene nach Hilfe fragen können. Jetzt muss ich erstmal hier das Dingens herstellen. Dafür muss ich zum Lager laufen. Und da an den Tisch gehen. So. Davon habe ich auch direkt eins. Super Sache. Wie wird angegriffen? Von wem? And death to the others! Ah! Your magic is running out. Take a potion. Move away. Things are about to get dicey. Oh, sammeln, sammeln, sammeln. Ich habe die gar nicht gesehen. Sammeln, 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 sammeln. Was ist aber eine komische Vogelscheuche da? Ja, ich muss hier rein. Dann geben wir dem Mann mal das Gegengift. Where am I? You're in Eden. You are safe. I was I unconscious for a long time. The other members of the expedition, they are in danger. The swamp is so hostile. We weren't prepared for it. Some of our people have disappeared. What caused these wounds? A nightmarish creature. The swamp is full of them. A colleague and I had left to fetch some help when we were attacked. I managed to run away, but I don't know what happened to him. As for those who were at the camp, you must go help them. Show me the location of your colleagues on the map. I will join them. There. Please, hurry. Thank you. You should rest now. Okay. Wir müssen jemanden zur Hilfe eilen. Diesen Theologen. Stand da gerade Theologe? Ich weiß jetzt nicht. Ab in den Sumpf. Wir waren ja auch nicht gerade da. Also wir waren in einem Teil des Sumpfes, aber... Ach, ich weiß gar nicht, wo müssen wir... Können wir das mit dem... Ah, siehst du, wir müssen sogar reisen. Jetzt müssen wir wieder warten. Uhr gucken. Ach, in 1 Minute und 28 Sekunden. Muss man aufhören. Moment. Warte mal. Ach nee, an dem kann ich ja nichts verkaufen. Nein, 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 schon gut. Ach, nein, ach mein Gott, ey. Ach, der Sumpf. Ja. Da leuchtet was. Das muss ich mitnehmen. Okay, Leute, ich beende die Aufnahme jetzt, weil ich bin ja sowieso nur noch ein paar Sekunden dran. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.